Moin, ihr schleimigen, ertrunkenen Schleimhäute. Willkommen zurück bei Witcher 3. Meine Güte, was ist heute draußen für ein kaltes Wetter? Da bin ich richtig froh, in meinem so, schönen warmen Keller zu sein. Und mit euch eine Runde hier durch die Wälder zu streifen. Wir haben beim letzten Mal haben wir Kira getroffen, oder Keira? Keira Metz. Und die möchte uns jetzt an irgendeiner Höhle treffen. Da soll wohl auch dieser komische Elf sein, dieser Elfenmagier. Und wir sind jetzt quasi auf dem Weg dahin. Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Sind Effekte? Das Wetter ist echt schlimm gerade. Sonst hört ihr mir ja wahrscheinlich auch nicht. Ich höre ja selber nichts. Außer das Wetter. Und ja, jetzt habe ich uns hier einen Marker auf der Karte gesetzt. Weil hier irgendwas sein sollte. Ach, hier vorne. Bisschen tiefer rein in den Sumpf. Ein bewachter Schatz. Ah, ich hatte gehofft, dass hier so ein Ort der Macht ist, aber gut. Oh, ein Wasserweib, Leute. Die ist aber sexy. Schmeißen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Öl an die Klinge. Eine Prise Quen und dann ist los. Verdammt, bist du hässlich. Was schmeißt du mit Matsch? Ist ja ekelhaft. Oh. Mann, dass sie immer nur dann abtaucht, ja? Nur los, komm. Dein letzter Move. Die haben wir schön gelegt, Leute. Wasseressenz ist, glaube ich, auch unsere erste, oder? Wieder eine wichtige Zutat und ihr Schatz. Assassinenhose. Verbessertes Bestienöl, cool. Unser erstes verbessertes. Und die Handschuhe, die sind bestimmt. Ist sogar ein Relikt. Schauen wir gleich mal rein. Die sind bestimmt wesentlich besser als unsere. Wo haben wir sie denn hier? 10 Rüstung mehr, ja. Und ein Haufen andere Resistenzen. Chance auf Bonuskräuter sogar. Cool. Sind zwar schön hässlich rosa oder was soll das sein? Aber Mensch, nehmen wir doch mit. Fällt ja gar nicht so auf, wenn man nicht hinguckt. So, zurück zu Plötze. Und dann sind das 500 Meter bis dahin. Da können wir bestimmt ein bisschen was mitnehmen. Oh, guck mal, das ist ja sogar hier unten. Alter Falter. Dann würde ich sagen, wir hotten mal hier rüber und machen, nehmen die paar Sachen hier mit, oder? Schaden kann ja nicht. Das eben war ja schon eigentlich ein ganz... ganz prächtiger Fund. Und dann meditieren wir erstmal mit dem Wetter auf den Sack. Oh, Intrigen. Wollen wir gerade nicht. Das riecht ja schwer nach Banditen hier. So ist gut. Eine verlassene Stelle. Ah, ja, Banditen. Auf die auf immer alle aufgetaucht sind da. Pop, pop, pop. Speichern wir erstmal. Wir könnten ja nochmal kurz gucken. In Richtung Alchemie. Wir haben ja dieses neue Öl bekommen, ne? War das nicht irgendwie so? Dieses Gift der Erhängten? Hier. Gegen Humanoiden. Ja, genau. Das kochen wir uns mal zusammen. Und dann können wir das Bestienöl machen. Aber für das Verbesserte fehlt uns Büffelgras. Siehst du, noch eine Zutat, die wir nicht haben. Ja, das ist, ich kann das ja nicht mehr in Erinnerung, dass es so viel Zeug gibt, ja. Okay, speichern wir mal nochmal, sonst muss ich das nachher wieder machen. Eine
Dann schmieren wir uns hier dieses Öl rüber. Verfluchten Öl. Was? Ach hier, Gifte erhängten. So. Brauchen wir sonst noch was? Samum. Da können wir die Kartätsche mal noch... Ah, das ist auch gut hier, diese Giftbombe, die wir uns mal zusammen gekocht haben. Da freuen die Jungs sich bestimmt auch drüber. Okay. Oh, da kommt schon der Erste, der will. Na los, Digga. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Lassen wir dich mal nicht so lange warten. Und komm. Los, meine Lieben, an die Arbeit. Oh, das ist ein Bogenschütze, den müssen wir loswerden. Dreckiger Bastard. Der muss weg, der muss jetzt dringend weg. Mund halten und kämpfen. Du Dreckshexer! Ah, den konnten. Habt ihr das gesehen wegen unserem Schwert? Weil das. Die Möglichkeit hat zu betäuben, konnten wir den direkt umbringen. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nee, 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 komm. Götter! Oh! Du Hund! Oh Gott. Maximal ungesund. Hexerei. Jetzt lassen die anderen uns in Ruhe, warum auch immer. Das reicht jetzt. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Oh, der ist nieder. Der braucht bloß noch einen Hit hier. Boah, der hat lange ausgeholt hier. Hey ho! Bäm! Haben wir schön gemacht. Hat er ein bisschen Stil. Bis auf den einen Treffer oder die 20, die wir gleichzeitig bekommen haben. Ach, schön, endlich wieder in seinem Heimatdorf sich niedersiedeln zwischen alten Piratenleichen. Hat keine schönere Idee. Müssen wir erstmal ein bisschen plündern. Ah, die haben immer so viel Tünnef bei, das ist echt nervig. Eigentlich lohnt sich das ja nicht. Die haben. Das Einzige, was immer cool ist, ist, dass die so ein. Ja, sowas können die bei haben, ne? So ein Reparaturset. Vielleicht mal ein Brot oder irgendwas zu essen, aber ansonsten. Lädt man sich bloß einen Haufen Plunder ins Inventar. Ah, guck mal, cool. Das ist natürlich. Ist natürlich lässig. Nochmal ein Schwert, cool. Wenn du ein Problem hast, hol Geralt von Riva. Genau. Gott, ist das alles ein Schund. Gut, das lohnt sich ja nicht. Gucken wir mal noch kurz bei dem Händler rein. Oh, ein Apfel ist cool. Oh, eine Kiste ist ja Jona. Was? Zeig mal, was du hast, Junge. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Ist das Spiel heimlich lauter geworden? Nee, ne? So. Das könnten wir eigentlich auch mal verkaufen. Brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl, vielleicht mal verlegen. Dafür gibt es ja wieder Silbernuggets. Dann verkaufen wir das hier. Das ist alles nur Gewicht. Das ist zwar leider nicht viel wert. Nochmal 6 mehr Rüstung. Was haben wir denn gerade an, Alter? Für Schuhe. Wenn die hier 7 Rüstung geben und 6 mehr als die, die wir anhaben. Rennen wir mit Hausschuhen durch hier oder was? Hier ist nochmal 11 mehr. Schon wieder eine bessere Hose, Alter. Das ist echt komisch. Du findest irgendwas und das ist immer instant besser? Weißt du, was du gerade anhast, ja? Als ob das Spiel ihn so ein bisschen verkackeiern will. Haben wir ihn noch so ein bisschen... Plunder zum Verkaufen? Wo ist denn das? Sonstiges? Nö. Hier auch nicht. Das ist alles ganz cool hier. Gab's nicht immer so eine Abteilung mit Schund? Hm.
Na gut. Ach, das ist die hier. Aber er kauft davon nicht, weil er ein richtig cooler Händler ist. Alles klar. Dann will ich von dir ohne Scham. Hat du nichts Besonderes bei? Nee. Was ist das hier? Alles Handschuhen, irgendein Tünnef. Kleine Glyphen. Na, das brauchen wir alles nicht. Dafür ist noch zu früh. Anfänger, Reparaturset. Alter. 38-1. Für Rüstung. Können wir uns eigentlich auch noch klemmen. Na gut. Bis dann. So, wo geht's denn jetzt weiter? Meditieren brauchen wir fast gar nicht mehr, ne? Weil wird der jetzt gerade Tag wird. Und die ist Abenddämmerung auf immer. Dann machen wir das gleich. So, jetzt geht's einfach nur hier runter. Hier wäre auch noch was. Aber ich möchte nicht so viele Umwege machen mit euch. Weil wenn wir das Spiel hier komplett durchziehen, das dauert so schon denn schon lange. Nur das Hauptspiel. Und dann gibt es hier auch noch zwei richtig coole Add-ons. Okay, 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 okay. Darf ich absteigen? Umzingelt ihn! Ey, hallo, 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 hallo. Er ist ein Zauberer. Zauberer. Ist der ein Zauberer? Ich muss erstmal den Bogenschützen loswerden hier. Ich werde mich abschlachten wie einen Hund. Mama! Er ist ein Zauberer. Besser als Kannibale, ja? Alter, der ist für ein Meisterhammer. Ist ja noch einer. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Versuch's nochmal! Plups! Verfluchte Scheiße! Oh, den Hammer können wir nicht ausweichen. Du kriegst hier Spezialbehandlung. Tschüssi! Oder ne? Ah, der ist Stufe 5. Okay. Dann kannst du dir da feiern mit deiner großen Keule. Kannibalen. Und dann so viele, ja? Muss man sie erstmal so zusammenfinden zu so einem Haufen. Pferd in dieser Hose. Ach ja, wir wollten ja die anderen Stiefel anziehen. Alle die Plätze. Schlagt ihn! Tötet ihn! Wo kommt er denn her? Na, wie lange soll ich noch was? Los! Hier sind ja auch noch Sachen. So ein Schnolli. Für 2 Kronen, dann müsste das Geld müsste automatisch einsammeln, wenn wir drüber laufen. Ja, kurz speichern. Und dann gucken wir mal, was wir hier gefunden haben. Ich finde unsere Rüstung so cool eigentlich, ne? Wenn man jetzt hier irgendwas anderes anzieht, dann sieht man so eigenartig aus. Obwohl, das geht noch. Aber schade um die Hexerrüstung, ja. So, dann wollten wir uns die Hose anpellen. Ah, das passt ja so ja zusammen. Und dann hier die besseren Stiefel. War schon aus wie so ein Vagabund, ja. Aber geht. Ist okay. Ich glaube, da gibt es schlimmere Kombinationen. Das ist mal ein bisschen nervig mit der Karte, ja. Schneller. Aber da haben die einfach eine Sperre aufgebaut, ja. Und alle, die vorbeikommen, die werden vernascht. Das sind ja hier bestimmt noch mehr, so wie das aussieht. Ja. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Ah, da steht ja auch einer. Boah! Sacksau! Umzingelt ihn! So. Haben deine Kumpels natürlich nicht mitgekriegt, weil ich Ninja bin. Oh, habt ihr das gehört? Habt ihr da. Guck mal, wer da unten ist. Unsere Lieblingsfreunde. Auf die hätte ich jetzt auch Lust.
Da kümmern wir uns noch kurz drum. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich erschlage diese Viecher einfach zu gerne. Okay, okay. Okay. Oh. Was war denn das hier eben? Das war doch sonst nie so. Und wir haben jetzt angeblich bessere Rüstungen. Wir haben uns gerade erwischt. Muss ich erstmal einen Schluck Kaffee drauf trinken. Färbemittel stand. Das stimmt, man konnte irgendwann Rüstung auch einfärben oder irgendwie so war das. Aber ich glaube, diese Mittel, die gibt es erst, in, wenn man diese. Beweg dich! In dieser Erweiterung unterwegs ist. In Toussaint. Das fand ich auch ganz cool. So, jetzt nochmal hier, Leute. Das geht ja so, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Ja, lass sehen. Man muss ja den Moment Zeit nehmen zum Umkippen. So, und jetzt hier Affen da unten. Ja, das war ja wohl gerade ein schlechter Witz. Ah, das ist auch unschöne Gelände zu kämpfen, ja. Boah. Oh, der brennt. Das ist super. Diese Bäume, da hakelt er rum denn. Schön zurück in Wasser mit dir. Oh, das wäre ja fast wieder schief hier. Oh, die haben ja schon fallen lassen für uns. Darauf freue ich mich immer am meisten. Na gut, dann kümmern wir uns mal um unsere komischen Kannibalen. Können ja mal da so eine Bombe drin flacken eigentlich. Ich komme mit den Ölen immer durcheinander. Schmier gleich nochmal ein Nekrophagenöl ruf. Jetzt sind ja unsere Rüstung ohne hier Speicher, ne? Mann, ja. So. Das Ding würde ich gerne mal schwingen. Stufe 9. 1 Million Jahre entfernt. Gut. Speichern wir nochmal. Quen drin. Und jetzt gibt es einen Überfall. Schön selber vergiftet. Jetzt links! Jetzt! Oh, der hat einen Speer, Alter. Hat er gut geklappt? Er hat ihn umgebracht. Was meint ihr, was hier jetzt passiert, Leute? Er hat ihn umgebracht. Gebt mir eure letzten Kronen. So, was gibt's denn hier Feines bei euch? Passe. Außer nicht, die haben hier auch in dem Gaul rumgekaut. Meine Güte, ey. Ist wohl ein großer Klugscheißer, was? Wo ist denn hier noch einer? Irgendwelche letzten Worte? Komm in meine Hexerfalle. Umzingelt ihn! Er umzingelt auch Leute alleine. Alter. Das ist hart. Erzgreifen absucht. Und einen neuen Sattel. Also das Schema dafür. Jetzt müssen wir auch mal zusehen, dass wir hier zu der Höhle kommen. Plötze. Bleibst du denn? Kommen wir da ja auch nicht an.
Langsamer. Oh. Das ist echt hart, wenn hier alles voll ist, ja? Oh, wie viele hier sind. Umzingelt ihn! Können hier alle Kannibalen sein hier? Roll weg. Du wirst es nie lernen. Alter, Wahnsinn. Also Tränke sind alle, das ist überhaupt nicht cool. Können wir vielleicht die Zeit nutzen, um hier ein bisschen zu meditieren? Ist das okay? So mitten in eurem Lager? Ist in Ordnung, finde ich gut. Dass man uns da den Moment Zeit gibt. Kann ich mir nämlich gleich mal eine Schwalbe drin knallen hier? Oh, ich glaube, ich lasse das jetzt liegen, das ist mir zu anstrengend. Geisterstaub. Oh, ist das so hakelig zwischen diesen. Zwischen diesem ganzen Müll hier rumzulatschen. Wenn ich die Hexersicht anmache, dann sehe ich ja, was man hier noch plündern kann. Ja? Oh, oder dann kommt einfach irgendein Spritzer an die Rand. Greift ihn von hinten an! Mama! Oh, hat den eigenen Mann erschossen. Oh Gott, ich hänge. Ich schlitz dich auf, du Lump! Oh, so ein bisschen gemütlich haben sie es schon hier, ja? Oh Gott, untersuchen? Das Blut ist sogar noch feucht. Ist das hier ein Teil von einem Quest oder was? Oh, hier schöne Suppe. Können wir uns leider nicht von mitnehmen. Alter, wie viele die hier. Wie viele die hier niedergemacht haben. Wie kommt man denn auf so ein Mist? Ich meine, wenn ich Hunger habe und hier am See wohne quasi, ja, dann wüsste ich, was ich mache. So. Oh, das war aber trotzdem nicht schlecht hier, war guter Material bei. Ich hab mir gedacht, hier steht einer. Ist hier noch was? Ja. Plötze, wir wollen weiter. Wir müssen jetzt noch schnell zu der Höhle. Macht schon, verdammt nochmal. Ja! Oh Gott. Im Reiten kämpfen ist Knaller. Ja. Cool. Ja, das funktioniert super, da steigt lieber ab. Oh, dass wir dann erschlagen beim Absteigen. Affen. So, weiter. Mann, kann man hier sehen, dass man hier 5 Meter läuft? Dann stellen sie immer irgendwelche Clowns auf die Straße. Los, los! Einfach querfällt ein jetzt. Klappt, glaube ich, ne? Noch ein Lager. Banditen, alles voller Banditen. Keiner kümmert sich um Gerechtigkeit hier. Okay, hier sind wir jetzt natürlich super. Okay, wie ein Mann, Sohn einer Ziege. Du wirst es nie lernen. Zauberer! Götter!
Oh, super. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Oh, das ist noch einer. Zauberei. Nicht nachlassen. Hat's wehgetan? Dann ist ja gut. Schild, Uno. Nein. Warum rennt der denn immer weg? Richtig nervig. Oh, das hier ist gut. Happy Birthday, Freunde. Wie ein Mann. Einsatz, Leute, Einsatz! Für Temerien! Ist das immer noch der Bogenschütze, der da liegt? Wollte ich gar nicht. Zauberei. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Götter! Das reicht jetzt. Rinder, das Gift mit dir. Nicht gut. Zauberer! Junge. Drum hier springen ist schon ein bisschen anstrengend, ja. Aber jetzt müssen wir gefühlt die Welt von allen Banditen befreit haben. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, auch alle Strickleitern, die es gibt. Doppelt belegt. Okay. Ah ne, jetzt hab ich genug von dem Mist. Vielleicht heißt das nämlich wieder, ich bin überladen. Notizen des Plünderers. Und ein Schlüssel. Ach, guck mal. Da müssen wir mal kurz ran. Davon gibt es auch etliche Uferkarte. So komische Schmuggelware und so. Und manchmal können da richtig wertvolle Relikte drin sein. Ist das hier unter Wasser noch was? Nö. So Leute, ich würde jetzt aber sagen, nachdem wir uns hier ein bisschen frisch gemacht haben, machen wir erstmal eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann auch direkt an der Höhle. Ja. Dann komme ich hier nicht schnell vom Weg ab. Und halte mir mit anderen Sachen auf. Alles klar, ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis dann.